Hi Leute, der Sanu hier. Ich möchte mit euch über das Tree of Whispers Feature sprechen, welches in Diablo 4 im Endgame kommt. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir Abo und Like da. Schaut doch mal gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei, wenn ihr Leute sucht zum Daddeln. Und worum geht das Ganze? Es ist quasi eine Endgame-Fähigkeit, die eventuell einigen Leuten bekannt vorkommen sollte. Und zwar geht es um den Flüsterbaum. Ja, der Flüsterbaum an sich hat ein paar Rechnungen zu begleichen und braucht die Hilfe der Spieler. Und auf der Karte werden dem Spieler dann verschiedene Flüsteraufgaben angezeigt. Und diese sind über ganz Sanctuario verstreut. Und erledigt man die damit verbundenen Aufgaben, gibt es halt Erfahrung, Gold und grimmige Gefälligkeiten. Das ist eine neue Art Ressource. Und die Anzahl der grimmigen Gefälligkeiten, die man halt für diese Flüsteraufgaben bekommt, die variiert. Und sobald man 10 grimmige Gefälligkeiten bekommen hat, kann man halt zurück zum Flüsterbaum gehen und kann diese halt gegen Loot und gegen Erfahrungspunkte eintauschen. Die Art der Flüsteraufgaben, die ein Spieler auf seiner Karte sieht, die rotieren häufig und jede Flüsteraufgabe bietet unterschiedliche Belohnungen und Erfahrungen für den Abschluss. Hast quasi wie Dailies. So in die Richtung geht das, ne? Und das System dahinter nennt sich das Flüstern der Toten, was ich an sich ganz, ganz cool finde. Und wird verfügbar, nachdem man bestimmte Hauptquests gemacht wird. Und ja, wir haben auch Leute, die in dem Closed Beta Test drin waren, die das Ganze auch nochmal bestätigt haben. Da heißt es dann auch, dass es quasi Kopfgelder sind, die es zu erledigen gilt. Ne? Und dass die variieren. Dabei gibt es verschiedene. Es gibt die gehörnten Shadow Bounties, das sind Bosse in den PvP-Zonen. Was dann natürlich nochmal extra eine Challenge bietet, ne, für Leute, die am PvP Spaß haben in Diablo. Und die anderen Schädel sind die normalen Bosse in normalen PvE-World. Und da sind es halt graue, welche eine grimmige Gefälligkeit geben. Dann gibt es so leicht rote, die geben 3. Und vollrote, die geben 5 grimmige Gefälligkeiten. Je nachdem, welche man dann macht, erreicht man schnell die 10 und kann sie halt am Flüsterbaum abgeben, ne. So, was haben wir noch? Wir haben noch Adam Fletcher und Joe Shelley haben noch ein bisschen was rausgehauen in Bezug auf den Entwickler-Stream, der jetzt im April kommt. Und Adam hat dabei einige Fragen bekommen, wie es aussieht mit dem Entwickler-Update-Stream. Und es wird ein Spezialgast mit dabei sein. Keine Ahnung, wer das sein soll, werden wir dann sehen. Und sie werden auch ein bisschen klar auf die Sachen eingehen, die sie gelernt haben, so auch Joe Shelley, die sie halt gelernt haben, durch das Feedback und die ganzen gesammelten Daten in den beiden Beta-Wochenenden. Was ganz wichtig ist. Ich bin mal echt gespannt, was sie da raushauen werden. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine Statistik mit Beta-Zahlen und Fakten. Die ist ganz nice, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hier 2,6 Millionen Spieler haben das Beta, den Mini-Wolf, den Wolfswelpen, haben sie sich geschnappt, was ich sehr, sehr cool finde. Ansonsten wurden 61.560.000 Stunden gespielt, was für eine Beta echt nice ist. Das ist mir die bestbesuchteste Diablo-Beta ever. Und den Rest seht ihr hier. Und ansonsten war's das. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Bounty-ähnlichen System haltet. Ist halt so ein bisschen angelehnt an das, was in D3 war wahrscheinlich, ne? So. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.